herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stallgeschichten. Wenn euch das Projekt genauso gut gefällt, lasst ein Däumchen da. Seid wieder gespannt, was heute passiert. Ja. Was hier den Online-Katalog, ne? Ja. Fangen wir mal mit den, also einmal den Schneidwerkswagen natürlich. Und dann hast du hier, ich weiß nicht warum, eine extra Kategorie hier eingefügt mit Frühauf. Ja. Ja. So einen Moped, das brauche ich. Sowohl Stapler als auch... Natürlich, du kennst mich doch. Ne? Und über die Farben brauchen wir uns natürlich auch ja nicht unterhalten. Okay. Ne? Jetzt muss ich nur gerade überlegen, in welcher Farbe hätte ich denn gerne den Stapler? Also ich würde natürlich, ich würde ja weiß machen, weil die Plan ist ja dann auch... Also der Aufbau von dem Anhänger wird es wahrscheinlich auch ein weiß haben, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, dann muss der Stapler ja wohl auch weiß. Dann muss der Stapler auch weiß, du hast mich überredet. Weil guck mal, der hat dann ja viel mehr weiß. Also ein paar Akzente bleiben dabei schwarz. Ja, Akzente auch, ja. Bayerisch und so. Genau. Ja, ja, ich verstehe das schon. Na nee, gut, das hätte ich auf jeden Fall gerne noch, weil... Bei dem Anhänger muss ich, weiß ich noch, da muss ich gerade noch gucken, aber der hat verschiedene Reifen. Michelin hätte ich da gerne. Michelin, weißt du doch. Ich habe doch hier alles... Standard oder? Ja, Standard. Standard, die Breitreifen sehen ein bisschen seltsam aus. Ne? Schön. Dingens hier. Brauchen wir sonst noch was? Warte mal. Ich habe noch gerade noch ein Pip hier sehen hier. Der ist auch noch hier rumgeflitzt. Ja, weißt du doch. Bin hier, ich wollte mir mal den LKW angucken. Ich bin gerade am Bestellen, Pip. Ja. Was brauchen wir sonst noch was? Ich habe noch so einen planen Aufhänger. Aufhänger. Vor allen Dingen. Aufhänger, den kannst du an der Wand hängen, verstehst du? Ja. Einen Auflieger. Ja, genau. Ja, eben. Einen Planenauflieger, Hänger. Damit wir endlich mal unseren Plan richtig hinhängen können. Ja, einen Planenaufhänger und einen Stapler, damit wir die Plane richtig aufhängen können. Ja. Und einen Schneidwerkswagen. Da brauchen wir keinen Stapler, da brauchen wir Hammer. Ja, nee, das ist schon eine wahnsinnig große Plane. Da brauchen wir schon einen Stapler für. Achso, ja Gott, wir haben meine Wegen. Und Dingens hier. Ein Schneidwerkswagen, genau, hat der Simon gesagt, der hätte der einen, das wüsste, also vom Kumpel, der hätte mal einen Hund gekauft. Und davon die Eltern hatten mal einen Bekannten in den USA, der hat mal rumtelefoniert. So ungefähr, genau. So ungefähr. Und du kennst ja Leute. Du. Ja, heftig, oder? Auf jeden Fall haben die irgendwann mal ein Kind gekriegt. Und in diesem Krankenhaus, ne, da steht ein Getränkespender und der, der wartet, der hatte mal so ein Schneidwerk. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Sagte der, das passt. Beim Hund eingeblieben. Das passte halt auf so einen Holmer-Moped drauf. Allerdings kriegen wir das nicht mehr hinten an die Drescher ran. Also war nicht das Problem, oder? Weil ja, eigentlich können wir mal. Wie hieß der Hund jetzt? Rudolf. Achso. Okay. Und das war auch eigentlich kein Hund. Eigentlich ein Kaninchen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ja. Ja. Aber, groß wie ein Hund. Und das Schöne ist, das Kaninchen hat einen Freund. Ne? Horst. Horst, das Seepferdchen. So. Gut, zu der Geschichte. Auf jeden Fall. Ist mir das Kaninchen jetzt mit einem Seepferdchen als Freund? Erstmal hallo, Herr Olafsson. Hallo, Frau Martens. Na, das weiß ich jetzt auch nicht. Man sucht sich ja seine Freundin nicht aus. Ne? Das ist halt irgendwann so. Ne? Vielleicht ist das Seepferdchen dem Hasen auch zugelaufen. Man weiß es ja nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja, erzähl weiter. Das frisst auch kein Hafer, ich sag dir. Und dann sagte der Simon, der hätte wohl erzählt, dass dieser Holmer-Dingens hier, Schneidwerkstransportanhängers, wie auch immer, Optimus Prime, da funktionieren würde. Okay. Aber der passt halt nicht hinten an den Drescher ran, weil der wohl eine zu kurze Deichsel hat und der Simon wollte auch nichts dran löten. Ja, ist doch kein Problem. Da muss man halt mit dem Trecker das Ding nebenhin fahren, aber das ist halt auch außergewöhnlicher Sondertransport. Richtig, weil wir können ja nicht mit dem Maispflücker und dem Drescher über die Straße fahren, dann kriegen wir Ärger mit Herrn Brauer. Da frage ich mich, wie der LU gerade schon wieder gemacht hat. Die haben gerade schon wieder einen Drescher mit Schneidwerk vorbeigebracht, ohne Schneidwerkswagen. Ja, das Problem ist, weil der Schneidwerkswagen von denen, der ist immer noch auf öffentlichen Rasen geparkt. Simon, wenn du einen ganz guten Schnapper machen willst, ne, fällt 71, steht ein Schneidwerkswagen, du musst ein bisschen, nimmst am besten einen großen Traktor, ne, der ist nämlich schon im Gras festgewachsen. Ne? Oder gehst mal hier mit der Sense ran. Auf jeden Fall steht der da schon ein paar Wochen. Ja. Ja, schön, was wir darüber gesprochen haben. Hast du die Bestellung aufgenommen und vernommen und so? Ja, ja. Gut. Das weiß man alles. Gut, abgehakt. Frau Martens, ne? Scheuen Sie sich nicht hier beim Schwachte mal richtig um den Pöller zu gehen. Ne? Wir kriegen das alles weggesaugt. Okay. Auch wenn Sie Dinkel gegessen haben, ist ja kein Problem. Das geht klack, klack, wie so ein kleinen Pfennig im Staubsauger. Hast du gesagt, dass wir den Honigsauger dann haben? Ja, eben, der Honigsauger, der saugt das alles weg.
Den ganzen Honig. Nennen wir einfach Honig. So, Herr Brauer, Sie hier ja. Und nicht in Hollywood. Was kann ich für Sie tun? Ich bin dann aber auch wieder weg, oder? Ja, Herr Schmachte, ja. Frau Martens, viel Spaß beim Toiletteinweisen. Also, Simon, halt. Ja. Du könntest noch mal ein Angebot machen für eine Einzelsaatmaschine. Du machst schon mal ein Angebot. Nicht bestellen, nur ein Angebot. Ja, mache ich. Angemessene Breite. So, warte mal, was haben wir denn da so an Breiten? Also ich wäre ja für 12 Meter. Ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf komme, aber die sind mir gerade eingefahren. Das liegt auch daran, dass sich 12 super durch 6 teilen lässt und durch 2. Ja, machen wir für 12 Meter nur ein Angebot, ne? Ja, mache ich. Danke dir. So, Herr Brauer, jetzt haben wir Zeit für Sie. Tschüss. Herr Brauer. Viehanhänger hinten, da stehen noch Kühe drauf. So, haben Sie vor, die noch wegzubringen? Weil die stehen da mitten in der Sonne. Ja, natürlich. Da war der Kollege gerade dabei, die wegzufahren, die Kühe. Jetzt hatte der nur gerade wenig Kühlwasser drin und ist eben mal mit dem Truck in der Werkstatt und jetzt fährt er natürlich gleich die Kühe weg. Ja, weil die stehen ja mitten in der Sonne, die haben zwar noch Wasser, aber... Ja, ja, wir haben extra Wasser reingepackt. Sein, nee, da sind noch, wenn sie geguckt haben, da sind Eiswürfel im Wasser drin. Ja, also sehr zeitnah, bitte. Ja, natürlich, Herr Brauer, natürlich. Es wird sonst sehr teuer. Das ist ja selbstverständlich. Gar kein Problem, Herr Brauer. Ich werde gleich nochmal nachgucken. Ja, wo Sie gerade hier sind, hatten Sie eigentlich das schon mal gescheckt mit dem John Deere und dem grünen Licht? Und dem Schneidwerkswagen. Und den Schneidwerkswagen vom Lohnunternehmen? Und haben Sie da das eigentlich... Das ist mir gerade wieder eingefallen, der Schneidwerkswagen und der John Deere auch. Das ist irgendwie untergegangen. Ich werde mein Auge aufhalten, ich werde mal hochgucken. Ja, machen Sie das. Weil der John Deere ist mir letztens schon wieder entgegengekommen mit dem Grünlicht. Wie viel Kohlen war denn eigentlich noch bei Ihnen offen, wo wir gerade so nett beieinander stehen? Die Zahlen habe ich nicht im Kopf, die müsste ich nachgucken. Da müsste ich nochmal durchtelefonieren. Da müsste ich im Rechner nochmal nachgucken, die habe ich jetzt absolut nicht im Kopf. Ja, ist ja kein Problem. Ja. Na gut, Herr Brauer. Dann, wir müssen weitermachen, die Kühe dürfen nicht so lange in der Sonne stehen, ne? Also. Genau. Ja. Gut, Herr Brauer, tschüss. Ciao. Tschüss. Du sag mal, Pip. Ja? Wieso sind da Kühe auf dem Anhänger? Das weiß ich doch nicht. Wo ist der Anhänger denn überhaupt? Wo hat der denn? Keine Ahnung. Tschüss, Herr Brauer, ja, machen Sie gut. Wo ist der Anhänger? Warum? Den hatte ich hinter Silo gefahren. Hinter welches Silo? Ja, hier hinten, hinter dem großen Silo. Ich hatte doch dem Jansen Kühe gebracht, 20 Stück. Hat er die nicht alle ausgeladen? Nö. Ja. Weißt du, was das Lustige ist? Ja? Der Jansen hat mich angerufen. Ja. Hat gesagt, pass mal auf, mir fehlen hier Kühe. Ja, aber weißt du, was das Lustige ist? Er hat die ja selber ausgeladen. Ja, aber der größte Witz ist, dass ich dem von meinem Geld quasi über einen anderen Züchter die Kühe aufgestockt habe. Wem verkaufen wir denn jetzt die Kühe? Ja, die müssen hier weg. Ja, ruf den Bach, hol den LKW. Ich muss erst mal gucken, wie viele da noch drin sind. Zähl durch hier. Ich hol mal den LKW. Ja, hol mal, aber ganz schnell, bevor der Brauer nochmal wiederkommt. Das wird teuer. Der Jansen ist eine Knalltüte, ey. So, Pip, was ist denn jetzt hier? Ja, kann ich dir nicht sagen, wie viel das sind, ne? Ich kann es mir nicht sagen. Nee. Ich wette, das sind 8. Ja, dann Weil hier unten stehen 6 und da oben stehen nochmal 2. Ja, dann frage ich mal den Bach, warte mal, ich rufe den mal eben an. Oh Mann, ey. Ist ja mir aufgefallen, die machen doch Krach, ey. Oh, schlimm. Sigi? Ja, was denn? Ja, ich kann die vorbeibringen. Ja, top. Dann bring ihn bitte sofort vorbei, bevor der Brauer hier aufschlägt. Nachher berechnet er uns das noch. Nur, ich krieg nur 1000 pro Kuh. Ja, fahr sie weg. Hauptsache, die sind weg vom Hof. Ja, das hatte ich halt auch gedacht, weil, ne? Ja. Ich fahr weg. Ja, oh, tschüss. 1000 pro Kuh, ey. Das ist der Ruin.
Ja, was denn? Geheimauftrag ausgefüllt. Ausgeführt. Du hast ihn ausgefüllt. Ja, und ausgeführt. Welchen von den vielen Geheimaufträgen? Ja, die Kühe verschwinden zu lassen. Ach so, ja. Ja, wir haben sogar noch 2000 mehr gekriegt als geplant. Ja, top. Ja. Puh. Also im Lager, falls es dir ganz recht ist, sind jetzt noch 36.000 Liter Diesel drin. Ja, das reicht. Den Rest habe ich jetzt erstmal verhökert. Ja. Das Jab auch ja nicht so schnell, so schlecht jählt. Okay, und der Herr Bach bringt, apropos Diesel, der bringt jetzt noch ganz viel Gras in die Heuproduktion. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir da ein bisschen Diesel reinmachen, wenn da was benötigt wird. Ja, da laufe ich direkt mal vorbei, dann mache ich das auch direkt mit. Und das Heu nicht in die Mischfutterfabrik schmeißen. Ja, haben wir das angekauft? Nee, er packt das nur rein. Also achso, nur Trocknung. Wie beim letzten Mal, oder? Nur Trocknung, ja gut. Genau. Und weil er braucht auch Heu für sich oben. Ach so, ja. Weiß nicht, ob er sich ein Bett machen möchte oder so. Nee, für die Kühe wahrscheinlich. Das kann sein, ja. So, ich guck gerade mal. Ich bleib mal dran. Da sind noch 3.900 Liter drin. Ich muss mal ganz kurz. 3.000, was ist das? Was hast du denn für einen Husten? Ja, ich trockne den Hals. Ich muss gleich mal was trinken. Ja, besser ist das. Aber das hat mich so aufgeregt gerade. Mit was? Mit den Kühen? Ja. Ach, das musst du doch nicht aufregen. Ach, was wollte ich denn jetzt sagen, verdammte Driss? Da ist noch genug drin. Also der kann ruhig erstmal was bringen. Ja. Nee, gut, dann ne, wie gesagt, nicht alles weg in die Mischfutterfabrik, weil er braucht halt auch was für sich da oben. Ja, haben wir das jetzt angekauft oder zahlt er nur die Heutrocknung? Nein, nur die Trocknung, hatten wir gesagt. Hat es mich doch gerade eben gefragt schon. Pip, du hast mal angefahren. Ja. Trink einen Schluck. Ja, mach ich. Und dann unterhalten wir uns weiter. Ja, okay. Weil ich hab dich echt gern, Pip, und ich hab das echt ungern so auf dem Gehörgang, wenn das kurz so sich so anhört, als wenn du kurz vorm Abnippeln wärst. So. Lebst du jetzt wieder? Ich hoffe. Also, ja. Nee, also das ist nur zur Trocknung. Weil ich hatte doch das letztens mitgekriegt, so hast du das doch mit ihm bis jetzt immer gemacht. Ja, es sei denn, wir machen jetzt Mischfutter. Bei Mischfutter müssen wir halt gucken, ob wir ankaufen. Aber wenn er einfach nur zur Trocknung das Zeug vorbeibringt, dann ist das nicht das Problem. Ne, also auch für Mischfutter später, ne? Aber nicht alles. Da müssen wir dann halt differenzieren, ne? Ja, dann müssen wir dann das, was wir da rausnehmen für Mischfutter, das müssen wir ihm dann bezahlen. Ja. Ne, also machen wir das einfach so. Ja. Andere Sache, die BGA hat angerufen. Ja. Nach dem großen Sturm hat irgendwie das Tierreste-Lager ein Leck gehabt. Da sind 0 Liter drin. Ah, also doch nicht kacke fahren. Genau, doch nicht kacke fahren. Okay. Ich denke mal, da wird sich die Baufirma bzw. der Sturmschadensbeseitigungsdienst noch drum kümmern, dass das wieder da reinkommt. Ja. Das hat er anscheinend übersehen. Und ich würde sagen, dann kaufen wir das halt dann, ne? Ja klar, das ist ja jetzt nicht eilig, ne, oder? Nee, im Moment nicht so. Nee, super, ja. Gut, wie weit bist du denn mit runterdingsen da? ja. Gib mir noch 6 Stunden. Oh, 6 Stunden? Wie 6 Stunden? Wir haben noch einen breiten Schneidwerk, was ist da los? Ja, aber es ist auch nicht breit genug, ne? Es sind ja auch nur 7,8 Meter, ne? Ja, das ist richtig, aber du kannst 8 Meter einstellen. Ja, dann sind es halt 8 Meter. Nein, was habe ich? Die Hälfte habe ich vielleicht ungefähr, circa Pi mal Daumen. Ja, gut. Also bis heute Abend bist du auf jeden Fall fertig. Ja, hoffe ich mal, wenn jetzt nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, wie irgendwelche ominösen Tiere auf unserem Hof. Woher wusste der das eigentlich? Ja, das frage ich mich auch, Junge. Das Ding steht am hinterletzten Stückchen. Und der weiß, dass da Kühe sind. Da dachte ich mir auch so. Ja, sonst kümmert er sich doch auch um gar nichts. Ist ein jotes Auge, was er hat, weißt du? Ja. Ist ein jotes Auge. Das ist schon sehr merkwürdig. Digi? Ja, was denn? Hattest du dir jetzt eigentlich schon überlegt, wann du Zeit hast? Zeit wofür?
Ja, wir hatten noch eine gemeinsame Aktivität geplant. Ich kann mir nicht vorstellen, was das ist. Ja, du hattest doch jetzt beim letzten Mal Dinkel geerntet. Mhm. Ja, dann wollten wir doch noch was machen. Verbrennen? Nein, wir wollten noch Brot backen für jeden hier. Stimmt, das wollten wir. Betonung liegt auf wir wollten das. Genau. Ja, ja, ich kann mich dunkel, ganz dunkel dran erinnern. Ja. Hm. Wann machen wir das denn? Ich weiß ja nicht. Oder heute Abend noch machen, oder was? Heute Abend? Können wir machen. Dann können wir das, oder kannst du das verteilen? Und dann ist das doch ein nettes Wahlkampfgeschenk. Das glaubt mir keiner, dass ich Dinkel verteile. Meinst nicht? Nee. Ja, aber nur weil du es nicht magst, heißt es ja nicht, dass du nichts Gutes tun möchtest. Ja, gut, das ist auch wieder richtig. Ja, man muss ja nicht alles aber, lügen. Aber da muss halt deine Portion Liebe definitiv rein, weil ohne deine Liebe schmeckt das garantiert fürchterlich. Ja, meinst du, ich habe Liebe zu vergeben? Bestimmt. Eigentlich nicht. Warum nicht? Ich bin ein ganz böser Mensch. Ja, das weiß ich. Deswegen mag ich dich auch so. Deswegen, ach so, okay. Deswegen passen wir so gut zusammen. Ja. Aber ich kann da nur Hass reinbringen. Ja, ist auch nicht schlimm. Ich meine, ich habe noch irgendwo Betonmischer rumstehen, dann packen wir da halt das Zeug rein, die Ingredienzien und dann... Wir können da auch Messer und Gabel reinbacken und das dem Fassbinder vorbeibringen. Ja, du solltest aber jetzt, ne, ich möchte ja Wähler gewinnen und nicht noch mehr verlieren. Ja. Also Problem, ich muss natürlich jetzt auch gegen den Jedermanns Liebling noch bestehen. Na, jetzt trete ich ja nicht nur jeden Fassbinder an, sondern jetzt muss ich auch gegen den Simon antreten. Ja, gegen den Fassbinder trittst du ja nicht mehr an. Ja, eben. Das wäre auch ein einfaches Spiel gewesen. Ja. Und dann hat sich das Leben gedacht, nee, das ist nicht schwierig genug. Ich schick mal irgendeinen los, der den Simon auf eine gute Idee bringt. Genau. Ja. Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Am besten nix. Man wusste ja auch nicht, dass der Fassbinder sich selber ins K.O. schießt, ne? Na gut, also der hatte sich so oder so schon in K.O. geschossen. Also ist halt nicht. Ja, zum damaligen Zeitpunkt ja aber nicht. Ich behaupte, dass keiner den gewählt hätte. Also bei gesundem Verstand, ne? Aber haben sie gesagt, eher als euch beide. Die erzählen viel. Diggi! Diggi! Was ist denn? Ja, der Herr Brauer möchte was von dir. Herr Brauer, einen wunderschönen. So haben wir nachgefragt wegen den offenen Rechnungen noch. Ja, das ist richtig. Da habe ich mich mal informiert, mit der Bank telefoniert. Also die waren ja eigentlich schon überfällig. Aber die hatten irgendwelche Probleme. Also offen stehen noch 500.000. Gut, weiß ich Bescheid. Damals für die Fuhrparkerweiterung haben sie... Ja, genau. Nee. Die Bank hat jetzt gesagt, die schiebt es jetzt nochmal auf 2 Wochen. Ja, das Problem war... die Aktion mit dem Fassbinder, der hat mir da drinnen alles, die komplette Buchhaltung komplett auseinandergefrügelt. Deswegen habe ich denn die Dokumentation darüber nicht mehr gehabt. Deswegen ist das gut, dass sie mir das sagen. Mal, wie sieht das denn eigentlich aus mit der, apropos Fassbinder-Aktion? Mal, ihr habt denn da irgendwie ein bisschen Schadensersatz oder was? Ich hatte Produktionsausfall und mein Mitarbeiter wurde bedroht und was weiß ich nicht was. Das kann ich nur mit aufnehmen und dann weitergeben. Das ist jetzt eine Etage höher gegangen, weil es schon etwas heftiger war mit Bombendrohung. Ja eben, ne? Also wie gesagt, Bombendrohung, dann halt das ganze hier Tohuwabohu, der Betriebsausfall. Das war ja nicht über bei Ihnen, deswegen. Nee, das war auch bei meinem Mathe-Check. Eine Auflistung von den Kosten. Ich werde es dann weiterreichen. Dann mal gucken, was die dann sagen. Was da rauskommt. Es liegt halt nicht mehr in meinen Händen. Ja gut, Herr Bauer. Bin halt nur halt der Dorfscheriff hier. Aber ich gebe Ihnen das auf jeden Fall weiter. Ne, machen Sie eine Auflistung.
gebe ich dann halt weiter. Wenn sie Glück haben, kriegen sie was oder einen Anteil wenigstens. Ja, das muss halt geklärt werden. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Was gut. Die Versicherung sagt. Eben, Herr Brauer. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und danke ebenso. Für Bescheid sagen. Und schönen Feierabend. Gleichfalls. Tschüss, Herr Brauer. Ciao. So, Pip. Lebe jung. Ja. Wir haben erstmal, hast du jetzt noch was drin oder hat der Jans reingepasst? Ja, ganz drin. Herrlich. So, was haben wir denn? Pip, sollen wir zur Feier des Tages noch eben den Karren waschen? Was machst du da? Bist du schon wieder am Sport machen? Du bist nicht ausgelastet. Komm, wir fahren eben die Karren waschen. Jo, machen wir. Du Siki? Was denn? Was gibt's denn zu feiern? Wieso? Ich habe gehört, zur Feier des Tages. Na gut, dass wir so schnell durchgekommen sind. Ja, ja gut, fehlt ja noch die Hälfte, ne? Ja gut, aber das ist ja Ansehen, also das ist ja nicht das Problem. Die BGA hat ja quasi den einen Vertrag gecancelt. Mit dem Abholen erstmal. Ja. Deswegen ja. Ist ja nicht das Problem. Müssen wir mal gucken, dass der Bach morgen das Zeug vorbeibringt. Was haben wir denn sonst morgen noch zu tun? Sonst ist nichts, wa? Nee, aber Ansehen heißt ja auch immer gleich Unkraut und Düngen, ne? Ja gut, aber das dauert ja einen kleinen Augenblick. Ja, oder du gehst ja gleich prophylaktisch schon mal drüber, ne? Ich weiß nicht, ob das prophylaktisch was bringt. Ja. Ja? Bringt das was? Ja. Ja. Ist ja Pflanzenschutz, ne? Man kann es auch gleich mit Düngen gleich auch noch hinterhergehen, da wo du noch nicht drüber warst, weißt? Auf den Pflanzenschutz oder was? Ja, gleich drüber da, ja. Na, du weißt ja Sachen, nur die weiß ich ja gar nicht. Ja, manchmal kann es nur sein, dass es eine chemische Reaktion gibt, dann macht es einmal Puff, aber eigentlich geht das immer ganz gut. Toll, super. Also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme. Das fühlt sich bestimmt super an, wenn der Puff macht. Ja, das ist Unkraut auf jeden Fall weg. Ja, ja. Und ich mit dem Dreck auch. Bin ich erstmal weg.de, würde ich sagen. Das macht ja nicht Bumm, das macht nur Puff. Ach so, ja. Fitz, quasi. Ja, Fitz. Ja, genau. Ja. Fitz sage ich immer, wenn so eine Tankstelle in die Luft fliegt. Das macht Fitz. Nee. Das ist eher so, wie wenn der Mathe-Check auf Klo geht. Das ist noch schlimmer als Fitz. Nee, na gut. Hattest du eigentlich den Seemann schon mal gesagt, wegen Wartung alle so Geräte oder so, oder gar nicht, noch nicht gesagt? Nee, da hatte ich mit ihm noch nicht drüber gesprochen, weil aktuell ist der Zustand auch ja nicht so schlecht. Ach so. Naja, so ein paar Maschinen hatte ich ja auch mal zwischendurch weggebracht, ne? Ja, eben, deswegen ist das nicht so ganz so kritisch. Wolltest du dann morgen ansehen, oder was? Mir ist das egal, kann ich machen, ja. Kann ich tun. Hattest du schon überlegt, was wir ansehen wollen? Nicht so richtig. Also sagen wir mal so, Stroh brauchen wir auf jeden Fall nicht so dringend. Okay.
Also machen wir Dinkel überall, oder? Ich hatte dich gerade ganz schlecht verstanden. Ja, ob wir Raps überall machen. Raps? Ja. Von mir aus auch Raps. Ich sag, ja, genau. Was anderes machen. Ja, Raps können wir halt immer gut gebrauchen für die Diesel, ne? Und anscheinend gibt es ja auch gute Preise dafür, ne? Du musst dich jetzt hier auch noch durchquetschen, ne? Nee, ich hab gerade gemerkt, ich muss noch Pflanzenschutz nachführen. Bleib doch mal ruhig, war ein bisschen direkt so garstig. Da musst du mal gucken, ich weiß auch nicht, ob wir da noch genug drin haben, ne? Ich würde da vielleicht nochmal wieder was nachfüllen. Du hast da eher so die Connections. Ne? Connections? Ja, das letzte Mal, wo ich es machen wollte, hast du gesagt, nee, das reicht noch. Den Pflanzenschutz brauchen sie seltsamerweise nicht so viele Leute. Was haben wir denn noch? Naja, wir haben noch 28.000 Liter. Gut. Ja, was sagen wir denn jetzt? Wozu? Dann mache ich Dinkel drauf. Ach so, was wir ansehen. So, mit Dinkel. Ich weiß nicht, guck doch mal auf die Preise, Mann. Du hast doch dasselbe Tablet wie ich. Ja, nö. Habe ich eingegeben. Wie hast du eingegeben? Ja. Genau, Hafer machen. Aber was willst du mit Hafer? Sojabohnen. Sojabohnen. Wolltest du noch Sojamilch anbieten hier? Oder? Sagte er und will Dinkel anpflanzen. Ja. Ich glaube, mein Schwein hupt, weißt du? Seit wann haben wir jetzt Schweine hier? Alles gut bei dir? Ja, ja, alles. Bestens. Das freut mich. Ja, nee, ja, gut. Ja, wie war das jetzt? Dinkel kriegst du auch Stroh raus, ne? Bitte? Dinkel kriegst du auch Stroh raus, ne? Ja. Nein, Dinkel ist aber kein guter Ertrag. Ja, aber ja, kein guter Ertrag ist die eine Sache. Dann haben wir trotzdem wieder jede Menge Stroh. Und Stroh haben wir im Moment noch eigentlich ohne Ende. Ja, darum würde ich ja sagen, machen wir Raps. Ja, Hafer ist auch driss, da kriegt auch Stroh. Also das Einzige, was uns überbliebe, wäre Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen. Ja, Sonnenblumen können wir schon mal nicht ansehen. Kartoffeln. Haben wir noch genug, glaube ich. Das ist richtig. Weil es passt ja nur so ein halber Anhänger rein in die Kartoffelfabrik. Also viel haben wir auch nicht mehr, ne? So anderthalb Anhänger haben wir noch. Aber erstmal werden wir schlafen jetzt. Ja. Morgen kommt ja auch das Zeug vom Simon. Genau. Dann können wir noch die Pommes wegfahren. Was haben wir? Hä? Ich habe da gerade was ganz Komisches verstanden. Mit wem willst du Sex haben? Ich? Ja, du hast doch gerade gesagt. Dann können wir die Pommes wegfahren. Ach so. Du hast echt undeutlich gesprochen, mein kleiner Freund. Tut mir leid. Da gingen aber die Augen richtig weit auf. Ja, ich bin schon müde und dann weiß er dann. Ja, das passiert schon mal. Fängt man schon langsam an zu lallen. Ich habe mich hier schon unten in die Ecke gesetzt. Du kannst ja ruhig auf die Bank setzen. Das muss, nee, muss die ist so unbequem. Ja, irgendwie kommen wir aber auch nicht zu Geld im Moment, ne? Na gut, das lübt ein bisschen auf der Stelle, das ist richtig. Ja. Das gefällt mir nicht so. Warum nicht?
Ja, weiß ich nicht. Guck mal, hast den Brauer gehört? In 2 Wochen sollen wir ihm das Zeug bezahlen. Das sieht ein bisschen mau aus, ne? Oder find's nicht? Bist du eingeschlafen? Fast. So. Erzählst du mir jetzt eine gute Nachtgeschichte? Es waren einmal damals 8 unglückliche Kühe auf einem Anhänger. Ja. Die dachten eigentlich schon, dass sie ihr Leben in dem Anhänger verbringen müssten. Ja. Dann kam aber ein gütiger junger Mann, sehr gut aussehend, stramm in den Waden, mit seinem LKW vorbei und fuhr sie zum Bach. Okay. Dort konnten sie spielen, trinken und schwimmen gehen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie halt immer noch nicht in der Wurst. In der Wurst? Ja. Aber auch kein glückliches Leben jetzt, ne? Ja, doch. Du, ja, weißt, nee. Du weißt doch, Matt kneten ist wie Kühe streicheln, nur später. Ach so. Moin, bist du ja auch endlich wach? Ja. Nee, ich hatte mir schon mal einen dicken Cracker reingefallen. Oben. Möchtest du auch ein? Wie, nee. Ja. 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 Ja, ich hab dich aus der Fassung gebracht. Machst du mit Morgensport? Nee, ich mach keinen Morgensport. Bist du fertig? Ja, ich warte darauf, dass du anfängst zu erzählen. Ich frage von Freund. Ja. Dingensie. Sag schon. Ja. Ja, nein und manchmal. In der Reihenfolge. Ja, nein und manchmal. Das heißt, du fängst an zu sehen? Ja. Ja. Das heißt, du fängst nicht auf der 65 an? Nein. Genau. Vielleicht fängst du auf einem anderen Feld an. Genau. Herrlich. Guck mal, wissen wir doch Bescheid. Tschüss. Jo, tschüss, Kiss. Aber weißt du denn auch schon, warum wir den Kalk überhaupt aufs Feld schmeißen? Ja. Warum denn? Ja, wegen der Farbe. Das ist so nicht richtig. Ja, wo soll ich das denn wissen? Bin ich Landwirt? Du warst Landwirt, mein lieber Freund. Ja, aber ja nicht gelernt, das hatte ich dir ja gesagt. Ich habe ja nur den Hof übernommen von meinen Eltern und die hatten mir dann ein Buch hinterlassen, wann ich was zu tun habe. Und da bist du in dem Buch nicht weiter als G gekommen, oder was? Nee, nein, das war nur, ne, also pflanz dreimal das an, dann musst du das machen. Es war jetzt nicht irgendwie komplett beschrieben, warum man was machen muss. Ich denke mal irgendwie wegen dem Bodengehalt. Ne? Wird er zu sauer nach der Zeit? Oder? Das ist richtig. Durch halt Umwelteinflüsse, nennen wir sie einfach mal so, hast du halt das Problem, kommt mal vorbei, sonst ist die Karre eingesaut. Ist das Problem, dass der Boden halt sauer wird. Das ist jetzt nicht, weil er böse ist oder einen schlechten Witz erzählt hast, sondern der wird halt sauer. Und der Kalk, der neutralisiert das Ganze, ne? Also den pH-Wert. Ja, sag ich doch. Naja, du hast vom Bodengehalt gesprochen. Ich zahle dem Boden kein Gehalt. Das wäre noch schöner. Jetzt sehe ich, da haben wir hinten nicht so. Du brauchst jetzt auch gerne einen Frustkeks essen. Warum nicht?
Das ist ungesund für die Zähne. Ein Cracker. Ja, ja, ein ganz kleiner. Hör mal, du solltest aus hier, aus dem Lädli, ne, die Kieselsteine, die dir verkaufen, das ist kein Gebäck. Auch wenn das aussieht, als wenn die Puderzucker draußen rum hätten. Ja, nee, das sind ja Dinkelcracker. Hinkelcracker. Dinkelcracker. Hinkel, das sind Steine, Hinkelsteine. Nein. Nee. Ja, doch, Hinkel sind Steine. Ja, ja, Hinkel, ja. Das war's schon wieder heute für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Kommi da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.